Als der Schiedsrichter nach 89 Minuten und 52 Sekunden abgepfiffen hat, war für uns die Regionalliga West zu Ende gewesen. Gott sei Dank. Das letzte Spiel gegen die SSVG Velbert 2:0 gewonnen und Übergabe der Meisterschale. Und damit ist das Kapitel Regionalliga West für uns beendet. Ich war heute in der VIP-Loge. Das könnt ihr auch noch hier sehen. Ich habe es noch um. Denn ich habe jede Menge Videos und ich habe auch Videos zugeschickt bekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange, wo ich aufhören soll. Einfach chronologisch gehen wir mal nach vorne, nach dem Intro. Und wie immer vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung meines Kanals. Danke, danke. Tag zusammen und schön, dass ihr hier wieder reinschaut. Ich bin der Kartoffelkäfer Dirk. Ich habe es gesagt vom Intro, es ist pickepacke voll, so würde Arndt Cycler sagen. Aber es ist tatsächlich so, der Tag begann ganz früh, denn wir mussten ja zum Fanshop hin, denn es gab ja dieses wunderbare Sondertrikot zu Ehren Werder Fuchs. Das Pokaltrikot, das wir nächste Woche Samstag in Köln gegen den Bonner SC tragen werden. So sah es aus, also so sieht es aus. Man kann es ja hoffentlich sehen. Die Bild habt ihr einmal gesehen. Sehr schön, ne? Hier das Wappen. Und auch hinten kann man das, glaube ich, auch sehen. Der Schriftzug. Sehr, sehr schön. Und auch das Konterfei von unserem Werner Fuchs ist drauf. Wo ist er? Ja, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, ist ein bisschen klein geraten. Also persönlich für mich hätte das Ganze ein bisschen größer sein können von Werner Fuchs. Ich hätte auch so gedacht, das ist vielleicht Richtung unser Trikot von letzter Saison. Mit dem Karlskopf drauf hätte ich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen größer ist. Aber vielleicht wäre es auch wieder zu viel gewesen. So ist es dezent. 65 Euro konnte man das holen heute im Fanshop. 1500 Trikot gab es. Ausverkauft. Ab Montag, hoffe ich mal, werden die dann auch online verfügbar sein. Denn sehr viele haben schon gefragt. Wann ist das denn online verfügbar? Heute leider nicht beim Spieltag, aber ich denke mal, Montag kann man es dann online bestellen. Noch ein Wort zu dem Trikot. Es ist sehr schön. Also ein schöner Stoff, muss man sagen. Also wenn man hier mal so rüber geht, das ist sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich etwas anderes als unser Saisontrikot, was wir haben. Das merkt man auch an den Größen. 3XL habe ich. Und das ist schon ein bisschen Spack. Das heißt, da müsste man, je nachdem bei euch, sich einer die Größe größer nehmen. Bei mir leider nicht möglich. Das heißt, für mich heißt es dann abspicken. So, nachdem wir die Sachen dann zum Auto gebracht haben, ging es dann auch schon weiter, denn es stand ja der Fanmarsch an. Das heißt, die Ultras hatten aufgerufen, Fanmarsch vom Rathaus zum Tivoli. Fanmarsch hatten wir lange nicht mehr gehabt. Das wollte sich natürlich keiner entgehen lassen. Es sind viele mitgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel es gewesen sind. Schwer abzuschätzen. Jedenfalls waren es Tausende gewesen. Ich bin dann zur Brücke, habe mich über der Krefelder Straße über die Brücke gestellt und habe mir das dann angeguckt. Und das war schon sehr beeindruckend, wenn man da gestanden hat, hat dann Richtung Krefelder Straße hochgeguckt, Richtung Bastei, zur Kuppe hin. Und da sah man die blauen Lichter der Polizei, die das Ganze natürlich abgesichert hat. Und als natürlich dann die Fanschar da runtermarschiert ist, in die Krefelder Straße und Richtung Stadion gekommen ist, Richtung Brücke gekommen ist. Das war schon sehr imposant. Es war mega gewesen. Es war ein Bild. Am liebsten hätte ich so einen Fanmarsch bei jedem Spieltag, was natürlich nicht geht. Aber Kompliment an die Initiatoren. Es ist der Wahnsinn gewesen und da ist einem das Herz dreimal auf und zu geklappt. Wunderbar. Weißt du, was ist? Oben auf der Brücke kam dann auch dann der Capo von Yellow Connection und hat sich dann neben mir auf die Brüstung gesetzt mit den Beinchen nach vorne, wo ich dann gedacht habe, heieiei, hoffentlich fällt der Kollege mir dann nicht runter von der Brüstung. TSV!
natürlich dann die ganzen Fans unter der Brücke durchgegangen sind, die Massen. Wer es miterlebt hat, herrlich. Ob nun eben auf der Brücke oder unter der Brücke, es war wunderbar. Da muss man nur sagen, Kompliment an die Initiatoren. Wie vom Intro erwähnt, ich war ja im VIP-Bereich gewesen. Nein, ich habe keine Karte geschenkt bekommen oder bin eingeladen worden. Ich bin ja Öcher Stammspieler, das heißt Kleinstsponsor, aber da kriegt man zumindest eine VIP-Karte. Und ich habe lange überlegt, wann setze ich die ein, wie setze ich die ein. Und gut, der letzte Spieltag war die beste Gelegenheit. Da habe ich dann meine Frau mitgenommen, ich habe den Alex mitgenommen. Und so haben wir drei uns dann da einen schönen Fußballnachmittag gemacht, wo wir auch mal gesagt haben, man will es mal genießen. Ne? Deshalb keine Interviews. Ein Interview gibt es, was ich auf der Brücke gemacht habe mit Daniel. Mein Lieber. Hi Dirk. Letztes Spiel heute. Ja. Jetzt stehen wir hier vorm Fanmarsch. Ne? Der jetzt kommt gleich. Auf der Brücke. Auf der Brücke. Auf der alten Brücke. Auf der alten Brücke. Wie ist dein Saisonfazit? Ich habe mich, wenn ich alles zurückreflektieren muss, ein wenig verschätzt. Wenn sich die Videos von Dirk angeguckt hat oder nochmal Revue passieren lässt, dann wird es auch sehen. Trainingsauftakt habe ich gesagt, wir werden am letzten Spieltag mit einem Punkt Differenz aufsteigen. Bin froh für uns alle, dass es anders gekommen ist. Ja. Und zwar zum Positiven, ne? Anders gekommen ist. Es war am Anfang sehr holprig, sehr emotional. Dann der Trainerwechsel. Noch mehr Emotionen, noch mehr übereifrige Kommentare, die getätigt worden sind von Individuen. Ich bin froh, dass es anders gekommen ist. Ich bin froh, dass wir jetzt heute hier stehen und uns freuen. Dritte Liga und vierte Liga alle. Aber ansonsten hat sich die Gelegenheit nicht ergeben. Ich wollte auch mal ein bisschen genießen nach dieser langen Saison. Und im VIP-Bereich oben war es auch so proppevoll gewesen. Ich zeige euch mal ein paar Videoclips davon und auch das, was es zu essen gab. Interviews zu führen war da nicht möglich, war es viel zu laut für und auch, ja wie gesagt, proppevoll. Trinken, Essen gibt es reichlich und satt genug. Schön war natürlich auf den Business-Sitzen, wo wir gesessen haben, schön mittig. Das heißt, wir hatten einen perfekten Blick aufs Spielfeld und das war natürlich ein bisschen was anderes als sonst im Familienblock, wenn ich dann da ganz oben stehe. War eben auch mal angenehm.
So, lieber Ratsgemüse, jetzt 3, 2, 1, alle Tore durch. Sehr gut. Ja, zum Spiel gegen Velbert, das haben wir 2-0 gewonnen. Das heißt, wir haben die Regionalliga West verlassen nach oben in die dritte Liga. Die SSVG Velbert wird die Liga verlassen nach unten in die Oberliga Nordrhein. Stand ja vorher als Absteiger schon fest. Und so war dann auch ein bisschen das Spiel gewesen. Nach 3 Minuten haben wir dann das 1-0 gemacht durch Thilo Töpken. Führung und das kam uns sehr entgegen und Velbert hat natürlich dann auch so ein paar Chancen sich rausgearbeitet, aber es war halt eben nichts so Zwingendes. Alemannia hat natürlich ein paar Chancen gehabt, hätte auch schon 2-3-0 machen können. Aber naja, im Laufe der ersten Halbzeit hat man dann auch ein bisschen den Gashebel zurückgezogen und hat man so gedacht, naja, ein Samstagnachmittagskick, aber ist ja okay, wir führen ja 1-0 und man muss nicht höher springen, als das Pferdchen dann das auch muss. Kurz vor Halbzeit ein weiterer Höhepunkt, ein bisschen unrühmlich gewesen natürlich dann, als dann der Kaya von Velbert ja, den Sascha Stojic da der Tor aus ihm noch gefoult hat, ihm noch einen mitgegeben hat. Unverständlich, warum macht man das in der Spielsituation, wo der Ball eh aus gewesen ist? Hat er gemacht. Da hat dann auch der Bastian Müller schnell eingegriffen und ihn da weggeschubst und auch unser Captain Micke Hanratz war direkt zur Stelle gewesen, gab ein bisschen Schubse, Rudelbildung, wo ich gedacht habe, naja, Basti Müller, da könnte der Schiri auch mal rot zeigen. Zum Glück hat er nur Geld bekommen und auch der Micke Hanratz hat Geld bekommen und Kaya von Velbert hat dann die rote Karte bekommen.
Das heißt, so wie gegen Düren letzte Woche bei unserem 4:1 Debakel, dass wir jetzt die zweite Halbzeit in Überzahl spielen würden. Das haben wir dann tatsächlich besser gemacht als in Düren. Das hat man gesehen, vor allem als dann die Einwechslungen waren von Basti Müller und Jörn Heister. Da hat man gesehen, das ging alles ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen schneller. Basti Müller hat die Bälle gut verteilt und dann haben wir dann auch dann das 2:0 gemacht. Schön war dann auch, dass dann nach gut einer Stunde, ich glaube 63, 64 Minute, da kam dann unser Sascha Marquet endlich aufs Feld. Nach einer gesamten Saison, wo er nicht zu sehen gewesen ist, schon ja in der Vorbereitung ausgefallen ist durch seine Achillessehnenverletzung, kam er zurück und das war sehr schön, dass wir ihn endlich mal unten auf dem Rasen gesehen haben. Wir haben es ja fast nicht mehr geglaubt und schön zu sehen war auch, dass das, was er gezeigt hat, wo man gesehen hat, das ist eine schöne Bereicherung für unsere Mannschaft. Die Luft hat halt eben nicht zum Meer gereicht. Die Kondition ist ja auch kein Wunder, aber das, was er da schon so gezeigt hat, das war schon sehr, sehr gut gewesen. Also, da steige ich ein. Vielen Dank an Toni Kondo. Ja, die Kondomania-Fans, wir feiern heute ein tolles Fußballfest. Ein solches Fest braucht auch emotionale Höhepunkte. Ein emotionaler Höhepunkt ist, wir begrüßen mit der Nummer 7, Sascha. Herzlich willkommen zurück, lieber Sascha. Alles Gute. Asien, da steige ich ein. Ja, Thilo Töpke, Doppeltorschütze, am Ende 2:0 gewonnen. Schiri hat ein bisschen früher abgepfiffen, als er gemusst hätte. Das heißt, in 90 Minuten standen noch gar nicht auf der Uhr. Dann war das Spiel beendet und dann war natürlich Feierei angesagt. Auf die dritte Liga! Thank you.
das war in der Menge für den Trainer. Aber ich muss ein bisschen jetzt stoppen. Warum? Also, wir kommen gleich alle wieder. Es muss jetzt aus Zeitgründen auch das Fernsehen die Siegerehrung stattfinden. Wir empfangen und begrüßen den Meister der Regionalliga West 2024. Wir begrüßen Alemannia. Nochmal. Wir begrüßen Alemannia. Ebenfalls an Heiner Backhaus und seinen Staff, die natürlich bei dieser Ehrung nicht fehlen dürfen. Vielen Dank. Wo war dann Heiner Backhaus gewesen? Da wurde er verzweifelt gesucht. Wo ist er denn jetzt abgeblieben? Und irgendwann hat die Süd ihn dann quasi ausgespuckt. Er kam dann irgendwann wieder zum Vorschein. Da haben die Leute ihn dann wohl entlassen, sodass er dann noch rechtzeitig zur Übergabe der Meisterschale dabei gewesen ist. Interessant an dieser Stelle war gewesen, und das fand ich auch sehr schön, dass der Micke Hanratz, unser Kapitän, die Meisterschale dann zusammen mit Basti Müller in Empfang genommen hat, unseren vorherigen Kapitän in der Hinrunde. Und beide haben dann die Meisterschale in den Himmel gereckt. Ja, Junge, sauber, Junge, weit. Ja, ja. Aber das dauert noch ein bisschen, glaube ich.
Bisschen gefeiert und auch am Ende durfte auch ich irgendwann auf den Rasen unten mich da rumtreiben. Dann hatte ich die Gelegenheit gehabt, dass ich tatsächlich die Meisterschale mal in meinen Händen halten durfte und okay, eine Schönheit ist sie nicht, aber wenn man sie mal in den Händen hält, dann merkt man doch, wie schwer sie ist. Also, der hat schon ganz schön Gewicht, da kann man schon einem Loch im Kopf hauen. Für einen kurzen Augenblick habe ich ein bisschen Rückblick gehalten, wenn man bedenkt, wo sind wir hergekommen mit dem Saisonstart, wo sind wir geendet mit dem Fiasko in Oberhausen, Trainerwechsel, den ganzen Problemen, die Anfeindungen, der Kampf untereinander unter den Fans. Da kam Heiner Backhaus wie der große Samariter auf dem weißen Pferd und ist mit uns davongeritten. Eine unglaubliche Siegesserie haben wir gestartet. Das haben wir beibehalten, auch dann in der Rückrunde. Und vorzeitig sind wir dann Meister geworden und auch damit aufgestiegen. Und der große Traum von uns allen ist in Erfüllung gegangen. Ganz zum Schluss, da ging es nochmal hoch in den VIP-Bereich. Ganz hinten, wo wir dann da gestanden haben, konnte man so lauschen. Da werden alle Mannlieder gesungen, da wurden Schals geschwenkt. Und da spielte die Band vom Heiner Backhaus mit Heiner Backhaus himself und stimmte alle Mannlieder an. Schönste und ein bisschen emotional fand ich dann, als jemand Heiner Backhaus dann die Meisterschale geben wollte und er dann gesagt hatte, ich brauche keine Meisterschale, ich will jetzt den Jupp Martinelli haben. Und der Joe, unser Fotograf, hat dann den Jupp geholt und dann hat der Jupp zusammen mit dem Heiner Backhaus aber eins gesungen. Und Leute, das ist so wunderbar gewesen. Da kriegt man nicht nur Gänsehaut, da kriegt man Pipi in den Augen. Wenn man sieht, nicht nur unser Jupp mit 88 Jahren, was er dann noch zu seinem Besten gegeben hat mit seinem Gesang, auch Heiner Backhaus, als wenn er schon mal da gewesen wäre, ein Uröcher, ein Uralemanne, was er hier uns aufbietet, das ist sensationell und man kann nur hoffen, dass dieses Band Heiner Backhaus Alemannia so schnell nicht getrennt wird. Guck mal, ganz zurück, ist der Jupp Martinelli noch im Raum? Ja, sitzt da hinten. Ich würde mir wünschen, einmal mit Jupp Martinelli aber eins aber uns zu sehen. Und die Meisterschale dann, die muss auch mal die Linie vorne sein. Die Meisterschale ist nicht so wichtig. Jupp ist wichtig. Wir sind hier vorne. Und hier auch Jupp Martinelli. Da ist er. Jetzt sind wir alle mal zusammen, aber eins. Spieler unter Fußballclub, treffen sich doch Fremde noch bei Jupp. Das ist nur Alemannia. Doch das Spiel ist weit davon das sein. Was gewinnt der andere Verein? Und überall gewinnen immer alle. Blut ist Blut. Wir brauchen keinen Seher, keinen Blut. Denn wir kaufen alle Spieler bei Mannhut. Und wenn wir auch verlieren, nur das eine Land. Alemannia, Alemannia, nicht untergehen. Niemals! Aber eins, das bleibt bestehen. Alemannia, Alemannia, nicht untergehen. Niemals! Ja, und irgendwann sind wir dann aus dem VIP-Bereich rausgekehrt worden. 17.45 Uhr macht er eigentlich zu. Da gab es schon keine Getränke mehr.
Und so um, ich glaube, 20 nach 6 sind wir dann auch gegangen und da wurde schon ein bisschen ausgekehrt. Und ein langer Tag ging zu Ende. An dieser Stelle nochmal vielen Dank Sporttotal für diese sehr schönen Gespräche, die wir hatten. Diese lizenzrechtlichen Probleme aufgetreten sind bei mir und auch an dem Verband. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, dann durch Sporttotal und mit Sporttotal halt eben doch Spielszenen zeigen zu dürfen. Und ja, dieser Weg ist jetzt zu Ende. Magenta TV ist jetzt der neue große Player und da weiß ich natürlich noch nicht, wie geht es dann hier weiter. Geht es überhaupt weiter? Müssen wir mal abwarten, wenn ich da mit denen mal Kontakt aufnehme. Ich befürchte natürlich, dass das, so wie es gewesen ist, nicht weitergehen wird, aber lasst uns überraschen, was dann dabei rauskommt. Spätestens zum Saisonstart werdet ihr dann sehen, oder zum Beginn der dritten Liga, wenn die ersten Spiele anstehen, habe ich was oder habe ich nichts. Egal wie, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes langes Wochenende. Genießt die Videos noch einmal von dem letzten Spiel und von den Feierlichkeiten. Ich hoffe, wir sind alle zufrieden und dann sehen wir uns nächste Woche Samstag in Köln wieder, wenn wir dann hoffentlich das Double holen gegen den Bonner SC im Bitburger Pokal-Endspiel. Das wäre wichtig, ein Double zu haben. Nächstes Jahr DFB-Pokal, das wäre das Krönchen auf dieser galaktischen Saison, die wir alle mitgemacht haben. In diesem Sinne, Adida Dozenz, ciao und macht's gut. In unserer Mitte hat noch so einen schönen kleinen Wimpel mitgebracht, Meister Regionalliga West. Wie hört sich das an, wie fühlt sich das an? Also es ist doch immer was anderes, wenn du so einen Wimpel oder so eine Schale in der Hand hast. Und da hat es mir gerade auch ein paar Tränen aus dem Auge gedrückt. Also es ist sensationell. Dem Verein gönne ich es von Herzen, jemals ein Fan. Wir haben es geschafft, wo der Verein mal mindestens hingehört. Da sind wir jetzt. Dafür auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das kann man nicht groß genug bemessen, wenn man sieht, wo Aachen nach 4-5 Spielen stand. Wie habt ihr es hinbekommen, seitdem du hier bist? Das ist eine ganz andere Mannschaft wie in den ersten Spielen. Also da muss ich sagen, das ist sensationell geworden, ja. Ja, ich glaube, sowas geht halt auch nicht ohne unpopuläre Entscheidung. Und mir kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass ich nicht gerecht wäre oder bestechlich wäre oder manipulierbar wäre. Ich bin kerzengerade, entweder mag man das oder nicht. Und ich nehme jedem das Alibi. Und wir haben es geschafft, aus 25 richtig guten Regionalligaspielern, die aber so ein bisschen nebeneinander Fußball gespielt haben, Gemeinschaft zu formen, die füreinander Fußball spielen. Und das, glaube ich, das ist auch der Grund, warum wir so deutlich am Ende oben stehen. Das ist unser letztes Spiel gemeinsam. Also, sorry für alle. Alles gut. Shitstorm, Kommentare. Aber wie gesagt, ich bin Kind aus dem Ruhrpott und sag mal, was man denkt, ja? Wie viel bedeutet dir das, gerade auch mit Blick auf Sascha Marquet, dass er heute wieder mit dabei gewesen ist und seine Leidenszeit beenden konnte? Dass er nach so kurzer Trainingsphase überhaupt wieder spielt, spricht ja für seinen Charakter. Also er ist ein Spieler, den muss man nicht wiegen, den muss man nicht erklären, was er zu essen hat, wie er zu schlafen hat. Er ist ein Vollprofi und dementsprechend belohne ich immer harte Arbeit. Und was der Junge gemacht hat in der Reha, das hat ja nicht jeder gemacht, auch in dem Alter nicht. Und deswegen war das eine Belohnung für die Grundtugenden, die ich mir einfordere und auch ein klarer Zeichen an alle anderen, wenn ich das nicht mache, spiele ich halt nicht. Die Jungs dürfen aber schon 2-3 Bier trinken auf die Meisterschale heute, oder? Ich habe noch nie verboten, Alkohol zu trinken. Das muss man gar nicht bei Profis. Das wäre mein Trainer gewesen. Weil am Ende, wenn es dir hilft, mach es. Wenn es dir nicht hilft, mach es nicht. Ich bewerte nur das, was dir auf 105-68 passiert. Und du musst in eine Stimulanz kommen, wo du Gas gibst und wie auch immer. Und dann bleibt uns hier, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Heiner Backhaus. Nochmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, zum Aufstieg in die dritte Liga. Und man muss sagen, es war ein Fest. Also es waren immer wieder Interviews, die Entertainment-Faktor hatten. Gerade schon gesagt, ehrliche Schnauze auch. Ich glaube, das schätzen ganz, ganz viele Menschen einfach. Und es war immer toll, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist so ein bisschen weinendes Auge, dass Alemannia Aachen und auch sie jetzt die Liga verlassen. Aber bleibt nur Gratulation auszusprechen, auch für diese Leistung. Und ja, alles Gute. Dankeschön.